Eine Aufgabe zum Break-Even-Point. Wir haben ein Unternehmen, das im Mai mit folgenden Daten plant. 20.000 Bauteile sollen hergestellt werden, ein Umsatz von 1,2 Millionen Euro wird erzielt, variable Kosten von 800.000 Euro entstehen, die Auslastung sind 80%. Im April wurden 18.000 Teile hergestellt und 20.000 Euro Gewinn gemacht. Bei den Planungen wird von einem konstanten Verkaufspreis und gleicher Kostenstruktur ausgegangen. Also beide verhalten sich linear bzw. proportional. Berechnen Sie bitte die Break-Even-Menge und den Umsatz und welcher Gewinn wird bei Vollauslastung erreicht. Das soll gemacht werden. Das bedeutet, wir können zuerst die variablen Kosten pro Bauteil bestimmen, da wir ja die Daten haben der variablen Kosten und der 20.000 Bauteile vom Mai. Das bedeutet, 800.000 geteilt durch 20.000 sind 40 Euro variable Kosten pro Bauteil. Den Umsatz haben wir auch, die Stückzahl auch. Das heißt, wir können auch den Verkaufspreis bestimmen. 1,2 Millionen Euro geteilt durch 20.000 Bauteile. Das bedeutet, es wird für 60 Euro das Stück verkauft. Um eine Break-Even-Menge und Umsatz zu bestimmen, setzen wir die Kosten und die Erlöse ja immer gleich. Das heißt, wir benötigen die Kosten- und die Erlösfunktion. Die Kostenfunktion setzt sich zusammen aus den variablen Stückkosten mal der Menge plus den Fixkosten und die Erlösfunktion setzt sich zusammen aus dem Preis mal der Menge. Jetzt fehlen uns hier noch die Fixkosten. Die können wir aus der Formel Gewinn ist gleich Erlös minus Kosten bestimmen. Denn der Erlös setzt sich zusammen aus dem Preis mal der Menge und die Kosten aus den variablen Stückkosten mal Menge plus Fixkosten. Das bedeutet, im April werden 18.000 Teile hergestellt und es werden 20.000 Euro Gewinn gemacht. Bedeutet 20.000 Euro Gewinn ist gleich Verkaufspreis 60 Euro mal die 18.000 Stück im April minus die Kosten. Die Kosten sind 40 Euro pro Bauteil mal die 18.000 im April plus die Fixkosten. Und damit haben wir eine Formel, die nur eine Unbekannte hat, nämlich die Fixkosten. Das können wir nun auflösen und bekommen dann 340.000 Euro betragen die Fixkosten. Damit können wir jetzt unsere Kostenfunktion aufstellen. Die Kostenfunktion lautet K gleich 40 mal Menge oder x plus 340.000 Euro fixe Kosten. Wollen wir jetzt die Break-Even-Menge bestimmen, können wir Kosten gleich Erlöse setzen. Die Kosten sind 40 mal die Menge plus die 340.000 Fixkosten ist gleich der Verkaufspreis 60 mal die Menge. Die 40 mal Menge auf die andere Seite bleiben 20 mal Menge, die 340.000 Euro Fixkosten erzeugen. Geteilt durch 20, das bedeutet 17.000 ist die Break-Even-Menge. Und bei 17.000 Bauteilen mal 60, dem Verkaufspreis, wird ein Umsatz gemacht von 1.020.000 Euro. Bei B
wird nach dem Gewinn bei Vollauslastung gefragt. Wir haben hergestellt 20.000 Bauteile bei 80% Auslastung. Jetzt ist die Frage, was sind 100% Auslastung? Dazu kann ich mir 1% ausrechnen. 1% sind 250 Stück. 100% sind dementsprechend 25.000 Stück. Und das wird in unsere Formel eingesetzt. Gewinn ist gleich Erlös minus Kosten. Der Erlös setzt sich wieder zusammen aus dem Preis mal der Menge, also 60, dem Verkaufspreis, mal den 25.000 der Menge bei Vollauslastung, minus die Kosten, 40 variable Stückkosten, 40 Euro, mal 25.000 plus die 340.000 Fixkosten. Das heißt, wir machen einen Erlös von 1,5 Millionen Euro und haben Kosten von 1.340.000 Euro und somit einen Gewinn von 160.000 Euro bei Vollauslastung.